Hallo an die Freunde des gepflegten Pfeilewerfens. Heute will ich ein paar Worte zu Tatitis und Tatitis betroffenen Spielern loswerden. Also meine über 10 Jahre Dartmentalcoaching und sehr viele Coachings, also im dreistelligen Bereich mit Tatitis-Spielern, habe ich doch einiges an Erfahrung sammeln können. Eine hohe Quote an Spielern wieder mithelfen können, dass die zurückkommen, Spaß am Spiel und einigen, die besser spielen wie vorher. Also das Erste für alle Tatitis betroffenen Spieler ist, Tatitis ist keine Krankheit. Man liest zwar oft die Darterkrankheit oder ja, unheilbar oder was auch immer. Das ist Quatsch. Tatitis ist keine Krankheit, das ist kein Virus, den man sich einfängt. Das ist in erster Linie, ich würde sagen, zu 95% der Denkfehler, wenn man provokant sagt. Das Denken, der Druck, warum auch immer, und dem gilt es auf den Grund zu gehen, wo sind die Wurzeln. Aber das eigene Denken erzeugt so einen Druck, dass der Körper Kontrollierbarkeit des Körpers blockiert. Es können auch andere Sachen mit hineinspielen, Stress, Probleme, Arbeit, Beziehung. Und es summiert sich halt und dann steht man irgendwann da und ich kenne es selber, ich habe es selber gehabt, bin da wieder rausgekommen und ich bin der Meinung, dass jeder rauskommen kann. Wichtig ist, wirklich sehr, sehr wichtig ist, wenn du ein Tatitis-Betroffener bist, du bist kein Opfer. Wichtig, du bist kein Opfer, auch wenn du es so fühlst, du bist kein Opfer, du bist Schöpfer. Schöpfer, warum? Weil durch dein Denken Tatitis entstanden ist. Das ist vielleicht ein bisschen, ja, es ist nicht schön. Es wäre immer schöner, wenn man wem anders die Schuld zuschieben könnte, aber es ist so. Durch das eigene Denken passiert es, durch den eigenen Druck, den man aufbaut, oder wie man Druck verarbeitet und umgeht, oder wie man Stress allgemein verarbeitet oder nicht verarbeiten kann. Und das Gute ist aber, wenn man Schöpfer ist, wenn man das selbst hergefügt hat oder selbst dafür verantwortlich ist, dass man in der Situation ist, dann kann man auch selbst wieder rauskommen. Also das ist wichtig, du bist kein Opfer, du bist Schöpfer. Und jeder Spieler kann wieder rauskommen. Wie? Es braucht auf jeden Fall Veränderung. Veränderung in Denkmuster, Verhaltensmuster. Wenn man was verändern will, zum Guten hin, muss man auch was tun dafür, also auch Veränderung herbeiführen. Das kann man natürlich jetzt mit Teamkollegen machen, sich zusammensetzen und darüber reden. Aber oft ist es so, dass das Verständnis von anderen Dartspielern, die noch nie betroffen waren, etwas fehlt, gelinde gesagt. Man hört öfters mal, was ist mit dir los? Oder, lass halt los oder hab einfach Spaß. Ja, aber wenn man eben so tief drin sitzt, dass man den Dart nicht mehr loslassen kann, dann wird es verdammt schwierig. Also, und oft ist sogar die Ratschläge vieler, die zwar gut gemeint sind, manchmal auch ein bisschen, ja, provokant oder fies, kennt jeder, der betroffen ist, aber ist aber eher schwierig und frustriert oft noch mehr. So, was ist zu machen? Beschäftigt euch mit dem, was
Tatitis ausgelöst hat bei euch. Warum seid ihr in den Hamsterrad von Tatitis gefangen? Hier seht ihr das Tatitis-Hamsterrad, so wie ich das sehe. Also das ist das Original, da gibt es eine Kopie, die im Umlauf ist, aber ich habe das 2018 da gemacht. Also so sehe ich das. Beginnt mit zu hohen Erwartungen und Ziele. Druck, Stress, Verkrampfung, es folgt Frust. Tatitis, entweder schwer auslassen oder nicht mehr auslassen können der Pfeile. Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen kollabiert, klar, man fühlt sich scheiße. Man ist am Tiefpunkt, Verzweiflung. Man verändert Training, Wurftechnik oder auch man wirft mit dem anderen Arm von rechts auf links oder umgedreht. Es wird kaum eine Besserung, es kommt Zuversicht und dann steigen die Erwartungen wieder. Und sobald die Erwartungen wieder steigen, steigt auch wieder der Druck und es geht genauso wieder von vorne los. So passiert es oft. Man muss, das Entscheidende ist, diesen Kreislauf zu durchbrechen. Das ist die Herausforderung, das Durchbrechen dieses Kreislaufs. Dass man gar nicht mehr in den Druck, Frust und allen dem hineinschlittert. Ihr habt es gesehen, das Hamsterrad, so schaut es in der Regel bei vielen aus. Wie komme ich da raus? Veränderung. Warum hast du das Dartspiel angefangen? Weil du Spaß hattest, obwohl du nicht gut warst. Und jetzt? Du bist besser geworden und hast immer mehr unter Druck gesetzt. Der Spaß hat nachgelassen und auf einmal, bumm. Game over, tilt, wie beim Flipper, wenn man sagt. Und erstens mal zurückkommen zu den Basics, zum Spaß, Spaß am Spiel. Ja. Keine Erwartungen. Du fängst absolut bei Null wieder an. Es bringt nichts, wenn du daran denkst, ja, ich will so gut spielen wie früher, weil das ist zuerst einmal total uninteressant. Entscheidend ist nur, dass du wieder dazu kommst, dass du überhaupt wieder flüssig deinen Dart werfen kannst. Ja. Und nicht die Erwartungen wieder weiter steigerst. Wie gesagt, jeder kann da rauskommen. Es erfordert ja, so einen Blick in den Spiegel, wie man auch sonst ist. Viele Spieler, die ich kennengelernt habe, sind absolute Extreme, teilweise extreme Perfektionisten, extrem ehrgeizig, manchmal sehr verbissen und manchmal die Ziele auch wesentlich um einiges zu hoch gesetzt, ja, sodass einfach irgendwann die Verkrampfung einsetzte. Ja. Und um da wieder rauszukommen, wie gesagt, viel Geduld, aber nie den Glauben verlieren. Jeder kann wieder rauskommen. Wer alleine nicht rauskommt, der kann sich Hilfe suchen, holen oder wie auch immer. Es gibt bestimmt einige Leute, so, ich mache das zum Beispiel, aber ich bin bestimmt nicht der Einzige, aber sucht euch jemanden eures Vertrauens, ja, und ja, investiert eventuell ein paar Euro oder ein paar Euro mehr, wenn euch das wert ist. Aber wichtig ist, gebt nicht auf und findet zurück zum Spaß am Spiel. Seid offen für Neues. Ein Dart ist ein absoluter Mentalsport, ein Kopfsport. Ja. Und der Kopf kann viel Gutes bewirken. Aber er kann uns auch eben die Notbremse ziehen. Und für mich ist der Tatitis eben die Notbremse, wenn irgendwas überhaupt nicht mehr stimmt. Der Druck zu extrem wird, der Stress, das war eigentlich früher Spaß gemacht hat, immer mehr Druck, immer mehr Stress wird.
dann blockiert der ganze Bewegungsablauf. Man könnte so sagen, wie bei einer Maschine, wie in einer Fabrik, einer Maschine, der rote Knopf, der Notausschalter. So nach dem Motto, wenn du selbst nicht merkst, wann Schluss ist, dann wird es für dich übernommen. Und um da wieder rauszufinden, bedarf es Veränderung. Entweder du beschäftigst dich sehr damit, dass du da wieder rauskommst. Das ist absolut möglich. Ich kenne einige Spieler, die ganz alleine wieder herausgefunden haben. Und es gibt einige Spieler, die mit Hilfe herausfinden. Ja, und es gibt einige Spieler, die Opfer sind, die sich als Opfer fühlen, die über Jahre weg, ja. Jammern ist ein böses Wort, aber doch, jammern. Und wenig dafür tun, dass sie sich wirklich was ändern, besonders eben über sich selbst nachdenken, was kann ich bei mir selbst ändern, dass ich da wieder hinkomme, wo ich hin will, eben in erster Linie aus Spaß dazuspielen. Ja. Wer Interesse hat, ich mache das. Auch Tatitis-Coaching, das sind also Block-Coachings, sind normalerweise 8 Coachings, 8 Sitzungen zwischen 90 Minuten bis zu 120 Minuten, je nachdem. Und das ist recht erfolgreich, wochenweise. Also da mal den Schritt für Schritt das Ergebnis immer aktuell bearbeiten kann. Aber ich bin bestimmt nicht der Einzige und ich will ja nicht sagen, ich bin der Beste. Ich kenne halt nicht viele, die das auch machen und ich habe halt einiges an Erfahrung wegen dem. Aber es geht nicht darum, dass das zu mir kommt, sondern tut was, dass es wieder rauskommt. Wer Tinnitus hat, der fühlt sich ja nicht nur am Dartboard schlecht, sondern der fühlt sich allgemein nicht besonders wohl. Also, ihr seid keine Opfer, ihr seid Schöpfer und Tinnitus ist keine Krankheit. Und gut dat's, ihr schafft es. Und auch alle sehr ehrgeizigen Spieler, die merken, dass im Wettkampf bei Weitem nicht die Leistung bringen, im Wettkampf die Lockerheit fehlt und das flüssige Werfen sich einfach bei Weitem nicht so gut anfühlt wie im Training, arbeitet mit euren Köpfchen. Okay, gut dat's und Servus.